Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Homescapes und heute machen wir das Level 59 und müssen dort 24 Kirschen und 16 Äpfel aus der Schale holen. Dafür müssen wir die Schale treffen und relativ zügig da am besten Viererkombinationen machen, damit wir dann auch die Kirschen immer ziemlich gut mittreffen. Ja, ich habe jetzt hier schon ziemlich viel Glück gehabt. Sofort am Anfang eine Bombe plus dann auch noch, zack, diesen kleinen Drachen. Der hilft auch schon mal ganz gut. Und jetzt haben wir auch die erste Viererkombination und kriegen dadurch auch dann gleich hier schon, ja, die nächste Viererkombination schon. Zwei Zeilen frei. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt lieber die Kirschen weggemacht statt die Äpfel. Die Äpfel gehen so oder so weg, wenn man da Kombinationen dran macht. Da war es jetzt besser, erstmal die Kirschen zu treffen. Und jetzt habe ich natürlich die mittleren noch. Die sind noch ein Problem. Da muss ich gucken, dass ich da noch jetzt irgendwie hinkomme. Und ja, jetzt habe ich ganz viele Bomben, aber in der Mitte habe ich nichts. Aber hier, Kombination, Rakete mit, ja, Disco-Kugel. Und schon hatte ich überall die Möglichkeit, die Rakete zu starten. Das ist natürlich Glück. Ich brauchte hier, ich würde sagen, 6 Versuche. Also ein bisschen was muss man da probieren. Aber dann geht's auch. Und jetzt braucht ja nur noch der Drache oder da eine Kombination. Und schon haben wir es. Also war nicht so schwer. 59 geht. 60 wird ganz schön schwierig. 60 habe ich auch schon geschafft. Werde ich auch demnächst hier auf den Kanal stellen. Aber das hat schon ziemlich viele Versuche gebraucht. Also 60 ist nicht ganz so einfach. Gut, und jetzt gucken wir nochmal, ob ich mit den Sternchen jetzt auch was machen kann. Ich kriege einen Stern. Ich hoffe, eine Aufgabe, die nur einen Stern braucht, habe ich jetzt. Und dann sehen wir wieder ein bisschen mehr Geschichte. Und ich sag jedem, dass Gary der Beste ist. Ja, der hat Ahnung. Unterhalte den Kater. Ja, die komische Katze will ich, glaube ich, langsam loswerden. Das Aquarium ist das Interessanteste. Aber jetzt erstmal die Katze. Und... Ah, ich finde Gardenscapes ja cooler, da hat man wenigstens einen Hund. Sieh nur, was ich hier habe, Benny. Ich bin mehr so der Hund-Typ. Kein Kater kann der Magie des Wollknäuels widerstehen. Das hält Benny sicher für ein paar Stunden beschäftigt. Ja, er ist auf jeden Fall damit beschäftigt. Er hat vorher die ganze Wohnung versaut gehabt, musste schon alles putzen. Catherine? Catherine? Schön von dir zu hören. Das ist seine Jugendfreundin. Du kommst mit zu mir? Großartig. Die Eltern sind wohl unterwegs und die kommen jetzt wohl mit der Catherine zurück. Catherine und ich waren als Kinder beste Freunde, obwohl sie ein paar Jahre jünger als ich ist. Schön, sie wiederzusehen. Na, mal gucken, was sich daraus so bildet. Catherine treffen. Sie trifft sich ja gleich ein. Er will sich fein herausputzen mit seinem Lieblingshemd. Sieht sowieso alles gleich aus bei ihm. Ja, und das werden wir im nächsten Let's Play versuchen. Also Level 60 wartet auf uns, beim nächsten Mal wieder einschalten und dann mal gucken, ob wir den Papagei oder Catherine treffen. Oder vielleicht das Aquarium? Naja, wir werden sehen. Macht's gut, bis demnächst. Bye, bye.